Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. Das TC Electronic Desktop Connect 6. Das ist ein ziemlich komplizierter Name für ein sehr einfach zu bedienendes Gerät. Es handelt sich dabei um ein sehr hochwertiges Audio-Interface, das über FireWire mit dem Rechner verbunden wird. Wir haben ein pultförmiges Gehäuse, das heißt, wie der Name Desktop Connect schon sagt, es liegt auf selbigen und ist halt direkt neben der Tastatur und der Maus das direkte Arbeits- und Eingabewerkzeug. Das Audio-Interface, das man am PC oder am Mac betreiben kann, hat auf der Rückseite folgende Anschlüsse. Erstmal eine XLR-Buchse fürs Mikrofon und dann zwei Eingangsbuchsen als Klinkenbuchsen. Dazu komme ich gleich noch, weil die haben noch eine Besonderheit. Dann habe ich noch einen Monitor-Output als Klinkenbuchse links und rechts, also für das Monitorsignal, um das wiederzugeben, und einen Kopfhöreranschluss, natürlich die FireWire-Buchse und die Spannungsversorgung. So, jetzt zu den Aufnahmebuchsen. Das ist sehr schön gemacht, weil es gibt direkt auf der Front die sogenannten Scene-Taster. Das heißt, ich kann hier direkt mit Tastendruck wählen, wie die Eingangsbuchsen geschaltet sind. Drücke ich den ersten Taster, dann habe ich einmal Mikrofon und einmal Instrument. Drücke ich den zweiten Taster, nehme ich zwei Instrumente auf, das heißt, der Pegel wird elektronisch im Gerät umgeschaltet. Oder ich benutze es einfach mit dem untersten Taster als Stereo-Eingang, links, rechts, Line-Signalen. Sehr flexibel also in der Anwendung. Das Connect 6 bietet im Prinzip alle Möglichkeiten, egal ob man Gitarre, Gesang oder Bass oder irgendwelche Samples aufzeichnet. Gerade über diese Scene-Schalter, die ich schon erwähnt habe, geht das halt sehr leicht, wie man die Eingänge wählt. Ein ganz tolles Feature ist, viele Sänger haben ein Problem damit, wenn sie sich ganz trocken auf dem Kopfhörer hören und können dann nicht richtig gut singen. Die mischen sich dann gerne ein bisschen Effektanteil bei, und das hat TC Electronic in dem Gerät bereits berücksichtigt. Das heißt, es ist total einfach. Ich kann nämlich nicht nur mit dem Balance-Regler zwischen dem Eingangssignal und dem Audiosignal der angeschlossenen Audio-Works-Zeichen hin und her blenden, sodass ich es für meine Bedürfnisse einstellen kann. Nein, ich kann mir ganz problemlos mit einem Regler darüber auch einen Reverb-Effekt mit drauflegen. Da wird sich jeder Sänger im Studio drüber freuen. Sehr schön an diesem Audio-Interface ist auch, dass es eine hochauflösende Aussteuerungsanzeige direkt am Gerät hat. Bei vielen kleinen Desktop-Geräten ist es ja der Fall, dass ich vielleicht ein, zwei, drei LEDs habe und dann kann man nicht wirklich genau aussteuern. Das ist hier optimal gelöst, und das Pultgehäuse ist auch sehr robust verarbeitet, ist also ein robustes Metallgehäuse, das unten drunter komplett gummiert ist, das heißt, es rutscht auch nicht auf der Arbeitsfläche. Also das Desktop Connect 6, einfach ein ganz tolles Zubehörgerät für die digitale Audio Workstation. Ja, nochmal zusammenfassend die Hauptfeatures von dem TC Electronic Desktop Connect 6. Es ist ein professionelles Audio Interface für Mac und PC, das über FireWire angeschlossen wird. Und zeichnet natürlich in bewährter TC Electronic Qualität auf mit 24 Bit bis zu 192 kHz Sampling Rate. Das heißt, die gute Audioqualität ist da garantiert. Es hat natürlich sehr niedrige Latenzzeiten. Die passenden Treiber für Mac und PC sind natürlich auch mit dabei. Ebenfalls im Lieferumfang ist Cubase LA4 enthalten. Das heißt, ich bekomme in diesem Paket direkt alles, was ich brauche, um professionelle Audioaufzeichnungen mit meinem Computer zu machen. Das TC Electronic Desktop Connect 6 gibt es bei uns im Music Store wie immer mit 3 Jahren Garantie. Den aktuellen Preis können Sie auf unserer Webseite nachschauen, www.musicstore.de. Da können Sie auch alle weiteren Daten nochmal genau nachlesen. Oder kommen Sie bei uns in Köln vorbei und schauen Sie das Gerät an. Wir haben es natürlich wie fast alle Teile antestbereit im Laden. Ich freue mich auf Sie.